Hallo und herzlich willkommen zurück bei Goodbye Deponia. Tja, in der letzten Folge haben wir dem Putzibot eine Kaffeespur gelegt, damit wir hier in den Computerkern kommen. Und wir haben bereits zwei von den Überwachungsvideo-Terminals ausgeschaltet bzw. gelöscht. Und jetzt müssen wir Goal noch zum dritten führen. Wobei ich nicht verstehe, warum Kletus das nicht selbst tun kann. Oder Rufus Kletus. Klebfuß. So. Ja, und wir müssen die Kameras noch ein bisschen wegbewegen. Okay. Wie zum Teufel? Wie läuft's denn jetzt eigentlich los? Paul, jetzt! Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. 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 Nicht Rufus, dann sieht mich die Kamera doch. Ach ja. Alles klar, man hat hier ein bisschen mehr Zeit, um rumzurennen, weil der Idiot wieder nur rumjohlt. Also sie muss hier lang. Das heißt... Kamera hier, die muss weiter hier hingucken. Okay. Ah, ich verstehe. Okay, aber was ist... Was für eine... Ach, die hier! Ah, okay. Ah, jetzt stehe ich aber direkt vor ihr. Wenn ich... Okay, jetzt müsste ich es eigentlich nur noch so machen. Okay, gut. Nö. Ach so, nö. So, jetzt müsste es gehen. Paul, jetzt! Aber dann laufe ich doch mitten in die Kamera. Stimmt. Oh, stimmt. Die Spur ist ja noch... Stimmt. Okay. Hey, guck mich mal an. Ach Gott. Also war es hier hinten schon richtig, nehme ich an. Man hat einfach nur mehr Zeit, das Ganze wieder zu ändern. Gedreht. Ach, verflucht. Bisschen nervig, dass man hier nur ein Feld pro Schritt gehen kann. Okay, wir müssen es wohl wieder so machen. So. So, wir lassen Goal jetzt am besten hier zu der Stelle gehen und wenn Rufus wieder anfängt, sich wie ein Idiot aufzuführen, dann ja. Müssen wir versuchen, ich werde mir mal versuchen, den Weg hier ein bisschen durchzugucken. Ich meine, wir müssen auf jeden Fall hier hin. Also hier hoch. Hier vorbei, dann hier hin und dann hier hin, nehme ich an. Okay. Paul, jetzt! Das funktioniert ja besser, als ich dachte. Und es fetzt. Rufus, Rufus, Rufus. So. Rufus. Rufus. Super. Okay, war richtig. Ach Gott. Okay, sie tanzt mit. Nichts gibt's. Oh. Wundervoll! Diese Grazie, dieses Taktgefühl, diese Fähigkeit, die ganze Welt um sich herum zu ignorieren.
Reden wir von derselben Welt, Argus? Von der, die sie sprengen wollen? Touché, Kletis. Ich muss mich aber schon wundern, woher dieser Sinnungswandel kommt. Ich stecke halt voller Überraschungen. Wie ein Zirkuspferdchen. Zu schade, dass wir dafür keine Zeit mehr haben. Schaff das Mädchen auf die Brücke. Fräulein Goal, wenn Sie so freundlich wären. Ja doch. Goal! Dir wird schon was einfallen. Und was machen wir mit diesem hier? Wird nicht länger gebraucht. Was? Beseitigen. Ey. Ich glaube, der meinte das im übertragenen Sinne. Bewegung, Sie kommen jetzt mit. Ach, soll ich wieder vom Kreuzer fallen? Hier wird nicht verhandelt. Aber steht mir denn kein letzter Wunsch zu? Ich weiß, das wird mir noch leid tun. Schön, worum geht's denn? Letzte Zigarette, letzter Kaffee, Geld. Nochmal das Meer sehen, nochmal Elysium sehen. Elysium sehen? Noch einmal Elysium sehen. Okay, laut Konvention muss es ein realistischer Wunsch sein. Realistische Wünsche kann doch jeder. Aber na gut. Realistischer Wunsch wäre Kaffee. Aber dann müsste doch auch wieder Putzibot kommen, oder? Einen letzten Kaffee. Dagegen ist wohl nichts einzuwenden. Sie haben Ihren letzten Wunsch verschüttet, Sie Trottel. Sie. In Stresssituationen geht doch nichts über eine gute Tasse Kaffee. Okay, gut. Damit hätten wir das schon erledigt. Danke, Putzibot. So, wie sieht's auf dem Aufgabenzettel aus? Einen Weg auf die Brücke finden, Goal retten und mit Goal nach Elysium. Also los. Dir wird schon was einfallen, sagt sie. Ich möchte nicht gestört werden, verstanden? Aus keinem Grund? Von niemandem. Jawohl, Herr Amtmann. Mit Ausnahme des Interrogators natürlich. Wo bleibt der eigentlich? Der Interrogator ist angefragt und auf dem Weg, Herr Amtmann. Das will ich hoffen. Wenn ich das Verhör schon wieder alleine führen muss, werde ich wirklich ungemütlich. Dann können Sie ja schon einmal auslosen, wer die Brücke anschließend wieder sauber macht. Verhör von Goldie oder was? Der Beamte wird nicht lange außer Gefecht sein. Ich mach mal besser ein bisschen Dalli. Zertrümmert ihre Augenböden! Still, du übergeschnappte Hohlbirne! Wir müssen leise sein! Warum klebst du mir überhaupt dauernd am Fuß? Rufus gehört mir, verstanden? Zerstecht ihm die Bauchdecke! Reißt ihm die Nasenflügel ab! Obwohl ich zugeben muss, dass es deinen Anregungen nicht an einer gewissen Kreativität mangelt. Kletis und Donner! Wie zum Donner kommen die denn hierher? Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Und hier ist Oppenbot. Toll, Kletis und Donner. Und Poki auch noch. Lass mich quatschen. Diesen Hintergrund hat auch, muss ich fast sagen, weil das gilt eigentlich für fast das komplette Kapitel, nicht Micha fertiggestellt, sondern die gute Fabi. Auch eine unserer alteingedientesten Animatoren, die immer wieder Freelancer-mäßig für Projekte rangezogen wird und hier einfach nicht mehr rauskommt aus dem ganzen Haufen. Die Fabi, die hat nämlich mit unserer Chefanimatorin zusammen studiert, an der Animation School hier in Hamburg. Und sagt man da überhaupt studiert? Ich weiß nicht, studiert man? Man zeichnet ja, ne? Also animiert halt. Übrigens, Animatore, also ein Animator, bitte nicht mit einem Animateur verwechseln. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Berufe. Den Fehler macht hier unser Chef, der Carsten, der macht den immer wieder, wenn er irgendwelche Sachen präsentiert und sagt dann immer wieder aus Versehen Animateur. Das ist natürlich falsch. Animator. Okay, Oppenbot. Der Schrank wäre ein perfektes Versteck, geradezu klassisch. Leider ist er besetzt. Typisch unser Oppenbot. Steht immer im Weg rum. Ja, aber der ist auch durchsichtig, Kletis. Ja, ich weiß, dass der Rufus heißt. So, was haben wir hier? Ein gutes Versteck.
Noch haben sie mich nicht gesehen. Ich sollte lieber mal abtauchen. Oh, ein zylindrisches Kegel. Nein, Tonnendings da. Genau das, wonach ich gesucht habe. Ja, das heißt ein zylindrischer Kegel. Sehr gut. Das sollte als Versteck ausreichen. Aber erstmal raus aus diesem elenden Fummel. Ah, jetzt ist wieder Rufus, ja? Und jetzt nichts wie in Deckung. Ach, da sind sie ja. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe Ihnen etwas Dringendes mitzuteilen. Ich bin der echte Cletus. Der andere war nur ein Betrüger. Okay, Sie werden sich also nicht mehr dagegen wehren, mit mir mitzukommen? Ganz im Gegenteil, ich bestehe sogar darauf. Na dann, vorwärts! Mit dem größten Vergnügen. Es hieß beseitigen, Cletus, ich würde nicht mitgehen. Nur von mir aus. Okay, die Donna, die hat echt einen kleinen Dachschaden, aber okay. Na, das ist ja mal eine quirlige Entwicklung. Das klappt ja wie am Schnürchen. Ja. Jetzt? Hä? Oh. Ja, du kommst nicht mehr raus. Stimmt's? Scheiße. Oh. Wow, eine Pritsche. Schon wirklich wieder. Originell. Wollen Sie eine Beschwerde vorbringen, Fräulein Goal? Meine Nase juckt etwas. Aber Fräulein Goal, wollen Sie mit dem Gejammer nicht warten, bis Sie einen echten Grund dafür haben? Ach, der Interrogator. Endlich. Was? Lassen Sie uns alleine, Brückenwart. Jawohl, Herr Amtmann. Das soll der Interrogator sein. Lassen Sie mich gehen, Argus. Wissen Sie eigentlich, wie viele unschuldige Menschenleben hier auf dem Spiel stehen? Ist Ihnen das vollkommen egal? Haben Sie denn kein Gewissen? Ganz im Gegenteil, meine Liebe. Ich bin nicht der, für den Sie mich halten. Hä? Rufus? Oder, nein, Cletus? Wer... Weder noch. Gestatten, Argus, die rechte Hand von Oberkontrollrat Ulysses. Sie kennen doch Herrn Ulysses, nicht wahr? Und wie mir scheint, wissen Sie sogar, dass er das eigentliche Monster in dieser Veranstaltung ist. Jahrelang habe ich still dabei gesessen und zugesehen, wie die Ausrottung eines ganzen Volkes geplant und vorbereitet wurde. Nur um einigen Privilegierten ein besseres Leben zu ermöglichen. Ich darf wohl sagen, ich kenne Ulysses besser als jeder andere. Ich weiß, wie er denkt. Ich bin der Einzige, der diesem Wahnsinn ein Ende bereiten kann. Alles, was ich noch dazu brauche, sind die Aufstiegscodes. Aber dann stehen wir auf derselben Seite. Warum haben Sie Rufus und mich nicht gewähren lassen? Rufus, wenn ich dieses Wort schon höre. Ich werde die Rettung von 11.000 Seelen doch nicht diesem tollpatschigen Möchtegern überlassen. 11.000 Menschen. So viel. Rufus hat mich immerhin gerettet. Ist das ein Witz? Wie ich das sehe, hat dieser Rufus ihn die ganze Zeit über nur Ungemach bereitet. Stimmt. Er will ihnen nicht helfen. Er benutzt sie nur, um aus seinem elendigen Dasein herauszukommen. Aber... Gehen Sie mit mir, Goal. Ich werde Sie als Ihr Verlobter nach Elysium begleiten. Sie wissen, ich kann mir die Aufstiegscodes auch ohne Ihre Zustimmung nehmen. Aber ich weiß, dass Sie ein cleveres Mädchen sind. Sie wissen, dass Sie in mir die perfekte Wahl für diese Mission vor sich haben. Ich kann nicht. Warum nicht? Weil... Ja. Warum? Ich muss irgendwas tun. Wenn ich doch nur wüsste, wozu diese ganzen Knöpfe gut sind. Jetzt ist dieser Amtmann Argus auch so ein Doppelgänger. Ich meine, wie viele von diesen Doppelgängern gibt's denn hier, verflucht? Okay. Wir haben hier viele Knöpfe. Benutzen wir einfach mal irgendeinen. Hey, stopp! The fuck? Okay. Ach du Scheiße. Was tun Sie da? Das bin nicht ich. Das ist die Maschine. Sie spinnt. Ist eigentlich egal, auf welchen Knopf man drückt, oder? Oh Gott, was tun wir Goal jetzt wieder an? Ich hab das Gefühl, wir tun Goal jetzt irgendwas an. Wie immer, wenn Rufus versucht, sie zu retten. Nein, 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 nein! Aus, aus, aus! Aufhören, habe ich gesagt! Scheiße. Leute, ich hasse mich selber dafür, aber ich mache hier einen Cut. Ich mache hier eine Pause, weil ich will nicht, dass jetzt hier vielleicht noch irgendwas passiert, was in eine längere Sequenz ausartet. Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, mit dem nächsten Knopfdruck, ich habe so ein Gefühl, als würde ich, als würden wir Gorgol hier irgendwas antun. Irgendwas Schlimmes. Okay. Wir machen hier einen Cut. Also ich bin über mein Argus wahres Gesicht jetzt hier auch mal wieder total überrascht. Er ist genau wie Kletus und Rufus. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Also bis dahin. Tata!